Hallo ihr Quirlinge, Schicksalsbinder Dringil und seine Gefährten sind noch im abtrünnigen Sumpf, aber da bleiben wir nicht, wir haben das erkundet. Hier gab es einige wirre, Begegnungen und wir werden jetzt zurückkehren, erst einmal auf die Überlandkarte und zwar ganz genau jetzt. Und dann einen Plan machen, wie es weitergehen muss und soll. Also, wir sind im abtrünnigen Sumpf, da gibt es hoffentlich und vermutlich nichts mehr zu tun. Was ist das hier? Achso, Rücken, ja. Und wir könnten... Achso, wie weit sind wir denn hier eigentlich mal? Ah ja, das ist das, der Rand. Wir könnten noch nach Zwillingsfluss gehen, sollten wir auch, aber wir gehen über Letians Kreuzung, weil der Weg uns darüber führt und weil wir dort einige Questen abzugeben haben. Den Eisenpfad werden wir erstmal nicht brauchen und der führt auch noch wieder zum Richtung Zwillings... Richtung Turm des Sonnenuntergangs. Genau, also. Letians Kreuzung... Und wir kommen an, wenn die Sonne scheint. Wer hätte das gedacht? Dann erstmal Kallion besuchen und dann die Fuhre Eisen abgeben bei den Eisengebundenen. Und mal mit Harfjand Bronze sprechen nochmal, falls das geht. Denn ich glaube, eines der Dokumente, das wir im Sumpf gefunden haben, war an ihn gerichtet. Ist mir so nach dem Aufnehmen aufgefallen. Wir haben ja hier irgendwie dieses Ding, Agentenberichte. Hier. Er enthält detaillierte Berichte, die an jemanden namens H.B. geliefert werden sollten. Da ist mir nur Harjand Bronze eingefallen. Ah, Schicksalsbinder, du willst wohl deine Vorräte auffüllen. Oh, vielleicht. Aber man kann ihm darauf nicht ansprechen, dann ist das schon mal erledigt. Kallion war... Wo war Kallion? Kallion war? Eine gute Frage, wo der war. Ich weiß nämlich überhaupt nicht mehr. Scheiße. Der war hier irgendwo. Hier oben war der. Glaube ich. Oh Mann. Den ganzen Weg umsonst. Es scheint auch niemanden zu beunruhigen, dass wir eine große, auf vier Tatzen laufende Tierfrau dabei haben. Auch, dass er einen großen Hammer auf dem Rücken trägt. Einen lila Hammer quasi. Mit dir ist immer noch nichts zu machen, richtig? Guten Tag. Ah, hier bist du, richtig? Warst du Kallion? Jawohl. Danke, Schicksalsbinder, dass du mir und meiner Schwester geholfen hast. Ich habe wohl nicht begriffen, wie unglücklich sie war. Ich war so auf mich konzentriert, dass ich ihr Leiden deshalb nicht bemerkte. Sie verließ Letians Kreuzung, um ihren Traum von der Erkundung der Stufen in die Tat umzusetzen. Ich hoffe wirklich, dass sie ihre Träume da draußen verwirklichen kann. Wenn du sie siehst, dann behalte sie bitte im Auge. Die Stufen können sehr gefährlich sein. Hier ist die Belohnung, die ich dir versprochen hatte. List 53. Es war nicht leicht, sie zu finden. Das stimmt nicht, die stand da rum. Aber Dringil sagt's trotzdem. Gesetzesbrecher. Vielleicht könntest du noch etwas drauflegen. Du hast recht. Ich hätte dir mehr anbieten sollen. Hier, nimm es. Und damit ist diese Quest abgeschlossen. Und die Heldis bekommen ein paar neue stärkende Kräfte. 100 Ringe haben wir bekommen, das ist schön. Jo. Können wir es mit deiner Schwester nochmal reden und dir in eurem kleinen Kabuff hier? Nee, jetzt ist hier nur noch Kallion. Der vermutlich gar nicht mehr ansprechbar ist. Ne? Seine Schwester ist nicht mehr da. Wahrscheinlich ist sie schon unterwegs auf Entdeckungstour. Und wir finden dann ihre ausgebleichten Gebeine irgendwo. Weil sie mit den Gefahren der Welt dann halt doch nicht zurechtkam. So etwas erwarte ich. Oh, Lehrlinge der Eisengebundenen. Ah, interessant. Bei all dieser Zerstörung sollten wir wahrscheinlich unsere Schmiede in eine andere Stadt verlagern. In welche denn? Der Vorzug von Letians Kreuzung ist auch angeblich, dass hier das Eisen nahe ist. Willst du das Erz über die halben Stufen transportieren? Lohara! Da ist sie.
Du bist zurück. Lohara wendet sich zu dir um. Ihr Körper ist von Kopf bis Fuß in Ruß und Aschetöne getaucht. Ihr Brustkorb hebt und senkt sich durch ihr angestrengtes Atmen. Die Nachfrage nach Eisen ist immer größer als die Zahl der Stunden des Tages. Sie zieht ein paar schwere Leinenhandschuhe aus und ballt ihre Fäuste. Ihre Fingerknöchel knacken laut. Wie kann ich helfen? Ich habe die verschwundene Waffenlieferung gefunden. Danke, dass du unsere verschwundenen Waffen gefunden hast, Dringil. Sie seufzt erleichtert auf. Fast hätten wir die Esse einen Tag lang ruhen lassen müssen, weil wir kein Material hatten. Und wir würden nur ungern herausfinden, was passiert, wenn wir unsere Quoten nicht erfüllen. Wer weiß, was wir ausgesetzt wären, wenn obendrein noch der Verlust dieser Waffen hinzugekommen wäre. Wir müssen alles reparieren und zurück in die richtigen Hände bringen. Sie lacht, aber es ist kein Humor darin zu hören. Ja. Okay, ich muss weg. Damit ist die Quest auch zu und Barrik darf aufsteigen. Sehr schön. Wenn wir euch jetzt nochmal ansprechen, dann passiert erstmal nichts weiter. Ja. Okay, dann machen wir kurz Barrik. Le Barrik bekommt einen Punkt auf Vitalität. Und wir haben dann bei ihm wahrscheinlich den nächsten Perk im Wächter-Tree. Was wäre ein schönes Deutsch, was man sich ja aneignen muss als Let's Player. Also, wir haben, also als Lasst-uns-Spieler muss ich den nächsten, das nächste Talent im Wächterbaum auswählen. Das war jetzt ohne Anglizismen. Schwierig. Wir hätten hier Band der Ehre. Gehe eine Verbindung mit einem Verbündeten ein, um den Schaden zu teilen, den dieser erleidet. Oder springe einem Verbündeten zur Hilfe und verspotte Feinde in der Nähe. Was heißt denn springe zur Hilfe? Das ist etwas zum Tanken. Das könnte man ihm geben, wenn gleich mir nicht da ist, wie er springen will eigentlich. Und wir brauchen noch einen weiteren Punkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Einen weiteren Punkt, dann können wir hier die vorletzte Reihe dann auch bestücken beim nächsten Level ab. Aber was gebe ich ihm jetzt? Klang des Krieges. Die Stärke verbindet der Leute und vielleicht ebenfalls eine Verbindung auf ihre Rüstung. Plus 2 Rüstung, das macht mich nicht an. Nachdem Barrik krachendes Eisen eingesetzt hat, greift er für kurze Zeit mit seinen normalen Angriffen 2-mal an. Das ist nicht so schlecht. Das ist zumindest besser als das andere. Plus 15% Bewegungsgeschwindigkeit für 3 Sekunden. Aber ein passiver Effekt, der passive Effekt, der ist doch immer da. Deswegen verstehe ich diese plus 3 Sekunden, also für 3 Sekunden nicht. Also das hier, Vergeltung, finde ich jetzt nicht schlecht. Abklingzeit 1 Minute, das ist unendlich lang im Kampf. Übernimmt 50% des von Ziel erlittenen Schadens für 60 Sekunden. Kriegt aber auch Vitalität, Stärke und so weiter dazu. Band der Ära ist auch nicht schlecht. Aber eigentlich ein bisschen zu defensiv. Ansturm des Verteidigers. Und da kannst du die wieder auf dich locken. Die Frage ist, ob man damit einen Kampf eröffnen kann, seitens Barrik. Angeblich springt er ja. Steht da zumindest. Nee, springe einen Verbündeten zur Hilfe. Ach so, das ist nicht das. Also er springt nicht rein, ist kein Ansturm. Dann, denke ich, machen wir. Krachendes Eisen macht er ja regelmäßig. Wenn er dann für 20 Sekunden, was jetzt nicht so schlecht ist, wobei, Moment. Greife mit Basisangriffen 2-mal an. Die Zeit zwischen Basisangriffen ist ja auch relativ lang. Der greift ja in 20 Sekunden maximal 2-mal an. Dann ist es wieder scheiße. Dann machen wir doch Ansturm des Verteidigers. So, okay. Fertig. Achso, speichern. Speichern.
Die nächsten Level-Ups sind jetzt nicht direkt abzusehen. Tötet im Schatten als nächstes wieder. Jo, raus, Leute. Da alle hin. Ja, dann haben wir hier nichts mehr zu tun. Das waren die beiden Questen, die abzugeben gewesen wären. Niemand bleibt zurück. Das ist Zwillingsfluss. Rache einer Witwe ist auch Zwillingsfluss. Und dieses Schatten der Altmauern. Auch da müssen wir nach Zwillingsfluss. Müssten wir auch mit irgendjemandem hier sprechen? Eldian oder so? Ich überlege gerade. Da wir Rätemon noch nicht aus dem Weg geräumt haben, denke ich, dass das nicht der Fall ist. Nein. Wir können abreisen. Richtig. Also dann. Heldis. Wir können leider die Stadt nur hier unten verlassen. Dann also alle hier hin. Und dann auf nach Zwillingsfluss. Hafens nordöstlicher Ausläufer wird von vielen Zuflüssen durchzogen, die in die Hauptwasserwege der Region münden. Zwillingsfluss ist der bekannteste von ihnen. Obwohl die Nähe zu den Altmauern und die Besetzung durch bronzene Bruderschaft den Ort zu einem weniger begehrten Reiseziel macht. 5 Stunden Fußmarsch entlang der Altmauern. Und wir kommen an, wenn es dunkel ist. Toll. Problem ist, ich habe jetzt 2 Rastboni, die so lange bleiben, wie ich nicht raste. Ja, hier, das Zeug. Deswegen Reise nach Zwillingsfluss. Ja, Rache einer Witwe, finde Sandro. Deswegen will ich das jetzt erstmal nicht machen, dass ich raste, auch wenn es jetzt wieder dunkel ist. Wir spielen die ganze Episode im Dunkeln. Toll. Hier wird gekämpft. Bruder Kaelus. Hilf uns, bevor sie uns alle töten. Völlig erschöpft und mit vor Panik weit aufgerissenen Augen rennt ein Bruderschaftskrieger auf dich zu. Vor den Geräuschen einer Schlacht fliehend. Zu den Waffen! Beruhige dich und erkläre, was los ist. Die Plagen. Er beugt sich vor und versucht wieder zu Atem zu kommen. Sie haben uns überlaufen, aus allen Richtungen. Er deutet auf die Schlacht hinter sich. Der Erstbruder, Rätemon, er ist in die Altmauern gegangen. Kurz darauf haben die Geister uns überlaufen. Ja, das wundert mich nicht. Bruder Kaelus sammelt sich und beginnt, etwas klarer zu sprechen. Wir wurden vom Basislager abgeschnitten. Velby hat versucht, die Ordnung zu wahren. Aber nachdem Rätemon verschwunden ist und die Plagen aufgetaucht sind, haben sich die Tore zu den Altmauern versiegelt. Athletik 46. Diese zur Schaustellung von Feigheit beschämt dich und ist mir peinlich. Verschwinde von hier, bevor ich dich an die Kreaturen verfüttere, vor denen du so viel Angst hast. Nee, wir brauchen die noch. Und vor so einer Geisterweile Angst haben, ist jetzt nichts Böses, findet Dringil. Oder danke für die Warnung, du bist auf dich allein gestellt. Wie können wir das Tor zu den Altmauern entsiegeln? Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Die Geister greifen uns an. Mir ist es gerade völlig egal, wie man hineinkommt. Ich habe größere Probleme. Na gut, ich helfe dir. Ich muss in die Altmauern gelangen. Du willst in diesem Kampf die Bruderschaft unterstützen? Er richtet sich auf und hebt entschlossen seine Waffe in die Luft. Dann kann der Sieg doch unser sein. Begeistert stürzt er sich wieder in die Schlacht. Und das fand Barik gut. Sehr schön. Es fühlt sich gut an, zur Abwechslung mal einem Kampfkameraden zu helfen. Täusch dich nicht, er ist ein Söldner, aber das Privileg der Lehnstreue zu Ash genießen nur wenige. Lass uns gehen. So. Töte die Plagen. Was machen wir gleich? Also wir versuchen es zumindest. Erstmal. Achso, jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viele Buffs übrig. Barik kann auch nochmal buffen, da. Bufft euch und dann buffst du dich selber mit der Trübung hier und Dringil sollte nach Möglichkeit. Das haben wir da gerade was gesehen, das haben wir es nicht mehr gesehen. Mist. Explosionsschuss. Ja, jetzt sehe ich was. Hier nach hinten.
Okay. Du hast ja den Ansturm, Tierfrau. Stampede ist was mit Drigine, dann da zertrampeln. Du zertrampelst mal alles auf dem Weg. Ja, da müssen wir jemanden haben. Dahin. Und Barik, wo bist du? Du bist da und gehst auch dahin, weil hier oben ist nur noch einer am Leben. Das kriegt Dringil vielleicht irgendwie selber hin. Was haben die für Resistenzen? Elektro. Aha, aber kein Frost. Also mach Frost. Dahin. Und Sirin steht in der Nähe und trällert irgendwas. Himmelsklinge. Kombofähigkeit mit Dringil. Das ist auch mit Dringil gemeinsam. Das hier ist zerrüttete Rüstung. Ja, mach das auf irgendwen. Auf das da. Barik. Deine neueste Fähigkeit. Ja, Ansturm des Verteidigers. Das dauert zu lange, vergiss es. Den werden wir hier nicht mehr Blut vorruhen, den werden wir nicht mehr heilen können. Attacke. Drinki ist am Zaubern? Oder hat schon gezaubert, oder was? Moment. Irgendwie lebt hier nur noch einer. Ach, Drinkis Ziel ist weg, verstehe. Und der Wirt, den wir hier haben, der ist resistent gegen Feuer. Das heißt, dem können wir ja was nicht Feuerartiges drauf zaubern, zum Beispiel Elektro. Und du könntest auch Rauchreifstachel machen, so. Ja, der hat gesessen. Stegart Plage getötet. Irgendwie rennen die jetzt alle da weg. Ach, weil der eine hier unten tot ist. Oder? Nee, gar nicht wahr. Doch, der ist gerade gestorben, richtig? Der hier ist noch fit. Halbwegs. Dringil, du kannst einen solchen Schuss setzen, aber ich glaube, wir müssen dich erstmal sortieren lassen. Nee, warte mal. Geh mal da oben hin. Schuss. Der Schläger unten tankt jetzt diese beiden. Die sind noch gesund. Das ist eigentlich nicht so gut. Aber okay. Ach so, die sind immun gegen Bluten. Das ist auch logisch. Ja, da ist fast weg. Raureifstachel. Na, er ist schon weg. Dann mach den Stachel auf den da. Na, auch schon weg. Dann mach den Stachel auf. Naja, den da notgedrungen. Der Schläger ist mittlerweile verletzt. Barik, deine... Ach, du kannst... Du haust mal drauf hier. Und du... Kannst nicht zaubern. Ja, genau. Du greifst auch einfach an. Und Sirin heilt irgendwen. Ich weiß zwar nicht wen. Ach, sie hat... Ah, okay. Sie hat geheilt. Dann war es wohl auch notwendig. Ja, sehr gut. Jetzt dort. Aber es kriegen die Kollegen wohl alleine hin. Sehr gut, Bruder Kalos. Du kämpfst gut. Erinnere mich daran, immer auf deiner Seite des Schlachtfelds zu bleiben. Der Soldat löst die Bänder seiner Handschuhe und bewegt seine Finger. Bei der Bruderschaft, wer weiß, wie viel schlimmer das ohne deine Hilfe geworden wäre. Ich bin Bruder Kalos. Bitte entschuldige, dass vorhin keine Zeit war, mich vorzustellen. Im Namen der bronzenen Bruderschaft heiße ich dich in Zwillingsfluss willkommen. Ich nehme an, du kommst wegen Rätomon. Was ist hier geschehen? Was hat Rätomon mit Letians Kreuzung vor?
Wenn ich das wüsste. Rätumon sagte, er würde den nächsten Teil seines Plans umsetzen. Er hat die Tür entsiegelt und ist mit einigen unserer Brüder hineingegangen. Wenige Minuten später kamen die Geister aus dem Eingang geströmt und haben uns überwältigt. Ich habe Rätumon am Eingang gesehen, mit einem seltsamen Helm auf dem Kopf. Er hat gegrinst. Er hat zugesehen, wie die Geister uns überwältigt haben, und hat gegrinst. Dann schlossen sich die Tore und ich war damit beschäftigt, irgendwie am Leben zu bleiben. Ich muss in die Altmauern gelangen. Kannst du mir den Eingang zeigen? Der Eingang liegt im Norden, aber die Brücke ist zerstört. Die verfluchten Plagen sind gerissener, als man glaubt. Wenn du nicht über den Fluss springen willst, musst du außen herum gehen. Er deutet mit dem Daumen über seine Schulter. Du wirst nicht viel Glück damit haben, hineinzukommen, da Rätumon den Eingang hinter sich versiegelt hat. Aber vielleicht kann Velby dir helfen. Sie wollte meine Brüder nordöstlich von hier zusammentrommeln. Leb wohl? Leb wohl, ja. Töte die Plagen. Finde Velby, ja. Wo rennt ihr jetzt hin? Ey, wartet mal. So war das nicht gedacht. Ihr bleibt aber... Die rennen wirklich komplett weg. Oh, ob ich mich mit denen verbinden will, weiß ich noch nicht. Feiges Pack. Schade, dass Meister Myrek das nicht sehen kann. Was sein toller Rätemon hier für eine linke Show abzieht. Ah, hier können wir durchs Dickicht stapfen, oder wie? Dichtes Gestrüpp. Du siehst jenseits des Gestrüpps eine Lichtung. Das Gebüsch lichtet sich hier und da und kann wohl durchquert werden. Mit Athletik machen wir das. Und finden dann hier einen Rucksack eines Wanderers. Und darin ein Knochenwurzelband. Regenerieren, das ist schön. Dieser Kranz medizinischer Kräuter dient als konstantes Heilmittel. Wenn ein Stück einer nützlichen Zutat abgebrochen wird, wächst die Pflanze sofort wieder nach. Plus 1% Gesundheit alle 6 Sekunden. Aha, das ist sehr schön. Das ist grundsätzlich etwas für die Tanks unserer Gruppe. Wobei, er hat ja schon sowas. Das heißt, das ist dann in irgendeiner Weise kumulativ. Was hätten wir denn hier? Genietetes Eisenkehlstück. Plus 10 parieren. Parieren ist wichtig. Aber wenn du von 141 auf 131 zurückgehst, dann ist es ja nicht so schlimm. Sie hat nur 48. Deswegen geben wir tatsächlich... Ach, sie hat ja dieses Ding da. Frostfessel. Ah, richtig. Den kann nur sie tragen. Und nimm mal du dieses Heildings da und wer nimmt diesen Frostknall? Ja, dann mal Sirin. Das ist aber doof. Immer wenn Sirin getroffen wird, und zwar kritisch, dann macht sie automatisch Frostschaden durch diese Frostfessel. Was ich gut finde. Ja, Sirin wird häufig kritisch getroffen, aber... das geht nur in einem Radius von 2,5 Metern. Und wenn sie getroffen wird, dann meistens im Fernkampf. Und dann ist das völlig nutzlos. Es ist schon sinnvoll, das der Tierfrau zu geben, weil sie nicht so gut tanken kann wie Barrick. Deswegen mehr kritische Treffer einsteckt und bei sich natürlich immer Leute um sich hat. Also das muss schon sie tragen. Dann kann sie aber diesen Gürtel nicht tragen und diesen Pelz kann kein anderer tragen. Also muss den Gürtel jemand anderes bekommen. Oder wir nehmen ihm wirklich das da weg. Machen das so. Dann hat er halt 10 Parieren weniger. Und Eisenkehlstück. Das hier macht Vitalität und das hier macht Haststelligkeit. Parieren. Was hast du denn Parieren drin, Giel? 74. Ich weiß nicht, ob ich schnell... Was sagt die Schnelligkeit eigentlich? Plus 1 Schnelligkeit. Moment. Haben wir doch hier. Ah, die Abbringzeiten von Fähigkeiten werden geringer. Das ist natürlich wichtig für jemanden. Für Dringil vor allen Dingen, weil der sehr viele Fähigkeiten hat. Vitalität plus 1 gibt ihm mehr Gesundheit, was auch wichtig ist.
Gebe ich dir jetzt den Parieren-Halsband. Das Halsband. Ach, egal. Gut. Also nicht gut, aber so bleibt's erstmal. Wir können hier wieder raus. Und dann gucken wir uns erstmal die Karte an. Wir sind im Zwillingsfluss. Richtig. Und es ist dunkel. Natürlich. Jetzt könnten wir über den Fluss springen. Oh, hier ist eine Lupe. Der Fluss fließt von Letians Kreuzung bis zu diesem Punkt und teilt sich hier in den Zwillingsfluss auf. Aha. Oh, müssen wir denn über die Brücke springen? Geht das gar nicht anders? Es geht gar nicht anders, offensichtlich. Den Fluss durchwaten mit Athletik 51. Braucht Athletik 51 oder haben wir Athletik 51? Wer hat denn Athletik 51 eigentlich? Athletik 51 hat... Sirin hat 36. Die Tierfrau hat 44. Barik 56. Und Dringil 75. Ist die 51, die wir gerade gesehen haben, der Durchschnitt? Oder was war 75? Oh, Kopfrechnen. 75 plus 56. 75 plus 55 wären 80 plus 50, wären 130, wären 131. Plus 435, plus 40, 175. Plus 175, 205, 211, glaube ich. 211 durch 4, 200 durch 4 sind 50, und 11 durch 4 sind 2, Komma irgendwas. Also 52. Ah, es kann sein, dass ich mich verrechnet habe. Also was ich sagen will, ist das, was hier angeblendet wird, ist das, das was man haben muss, weil Sirin hat es nicht. Und, die Tierfrau hat es auch nicht. Barik und Dringi sind hingegen drüber. Oder ist das, ist das der Durchschnitt, den alle haben? Oder die Anforderung? Wir machen es mal. Es kommen alle rüber. Komisch. Naja, wie auch immer. Hier ist der Altbauerzugang. Da ist eine Rüstung der Bronze und der Bruderschaft. Das haben wir bestimmt schon mal gefunden. Das ist bestimmt nicht so komplett neu. Wo ist ein Velbi? Oh, Geheimversteckalarm und Adlerauge Errungenschaft. Für eine bestimmte Anzahl von entdeckten Geheimverstecken. Und zwar dort diesmal Zwillingsfluss. Da unten am Fluss ein großer Felsen. Drinki kann Gold waschen. Nehme ich an. Und findet beim Goldwaschen Eisenbarren. Ah ja. Auch gut. Kiste. Mit einem Türkis. Lagerfeuer. Oh, durchsuche Zwillingsfluss. Metallflocken liegen um das Lagerfeuer. Was? Metallflocken? Metallflocken liegen um das Lagerfeuer herum und du siehst eine Zange, wie sie die Eisengebundenen verwenden. Es sieht so aus, als ob das Lagerfeuer eilends verlassen und die Zange vergessen wurde. Spuren in der Nähe führen zum Eingang der Altmauern. Okay. Hier ist die Zedenia gewesen. Und wo ist Velbi? Ich bleibe dabei. Hier ist ein Fisch. Rastvorräte. Ah, schön. Ja, gut. Will ich haben. Achso, die Rastvorräte kann ich gar nicht aufnehmen. Tatsächlich. Na gut. Ein bisschen weiterer Kram. Was ist da? Die ehrfurchtgebietende Mauer ragt steil über den Flüssen empor. So hoch, dass ihr Ende für das bloße Auge nicht mehr zu erkennen ist. Was die für Fundamente haben muss. Hallo. Ja, 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 ich hab dich schon gesehen. Kein Grund, mich anzuröcheln. Ich will gebufft in den Kampf.
Und das heißt, Dringil bufft Barrik, weil der Buff von Dringil besser ist als der von Barrik. Barrik bufft Dringil zurück. Und Sirin bufft und tötet im Schatten. Die übrigens mal schleichen sollte, weil sie ja diesen Schleichangriffsbonus hat. Kannst schon mal dahin gehen, während Barrik noch einen Buff rausholt. Barrik, Barrik, Barrik. Ejo. Es geht mal weiter. Ja, wo ist denn das hier? Gehen wir mal weiter. Da. Also du greifst dort an. Und wir machen den Explosionsschuss vielleicht dahin. Ah, das war doof. Da oben hätte der hingehört. Und ihr drei greift an und du greifst auch an. Okay, was müssen wir hier zaubern? Also Barrik steht schon mal drin, das ist gut. Ne, steht nicht drin. Aber greif hier an. Dringil. Wir haben einmal den Raureifstachel. Der ist noch relativ gesund. Auch auf den. Aha. Ja, haben sie aufgesprengt. Ich glaube, hier ist Velby dazwischen. Ja, da ist sie. Okay, Sirin steht da und hat Nahkampfbindung. Das ist besonders schön. Alle, die Sirin angreifen sollen, bitte Barrik angreifen. Und du kannst einmal hier quer durchrennen, weil Dringil auch einen an der Backe hat. Und Dringil zaubert. Ja, der hat nur Feuerschutz. Ja, der hat Elektroschutz, da zaubere ich nicht drauf. Der hier, der ist auch schon angezählt und hat keinen Elektroschutz. Aha. Mach mal den durch die beiden durch. Die bluten zwar nicht, aber vielleicht ist es trotzdem schmerzhaft. Ja, offensichtlich, aber nicht schmerzhaft genug. Dringil schießt weiter da drauf. Und alle anderen machen ihr Ding. Schicksalsbinder, ich möchte mit dir sprechen, sagt Velby. Erstmal looten, ja? Oh. Indigo ist neu und das hier vielleicht auch. Peridot, weiß ich nicht. Ja, alles nehmen. Was ist das hier eigentlich? Ah, versengen, ein Debuff, okay. Na dann, Velby. Ich hatte gehofft, dich wiederzusehen, Schicksalsbinder. Velby blickt die Leichen der Plagen an. Du hast dich genau im richtigen Moment blicken lassen. Für gewöhnlich würde ich eine Erklärung verlangen. Sie blickt dich streng an. Willkürlich jene anzugreifen, die anderer Meinung als man selbst sind, ist ein klares Zeichen für einen kleinen Geist. Aber angesichts der jüngsten Ereignisse bin ich geneigt, deinen Methoden zuzustimmen. Wen meinst du? Du kommst wegen Rätumon, nicht wahr? Velby nickt, als sie ihre eigene Frage beantwortet. Ich will deine Zeit nicht vergeuden. Er ist fort. Genau wie der Schlüsselstein, den du brauchst, um zu ihm zu gelangen. Dieser grobschlächtige Trottel Myrek hat ihn in den abtrünnigen Sumpf gebracht. Sie spuckt aus, als sie Myreks Namen ausspricht. Er wollte noch mehr Unterstützung für Rätumons wahnsinnigen Plan zusammentrommeln. Die Brüder hier draußen sind ob Rätumons Verrat rasend vor Zorn. Er ist verrückter als ein Bergarbeiter aus den Kerzenbergen. Du nicht nehmen, Kerze! Wenn du also hier bist, um zu helfen, wir könnten Hilfe dabei gebrauchen, den Schlüsselstein aus dem abtrünnigen Sumpf zu bergen. Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Wie kann ich dir helfen?
Was erhofft Rätumann eigentlich zu erreichen? Sein zunehmendes Interesse an den Geistern ist zu einer wahren Besessenheit geworden. Ich glaube, er will sie verwenden, um Letians Kreuzung von allen Unwürdigen zu säubern. Sie deutet in Richtung der Altmauern, während sie spricht. Das Problem ist nur, die Geister kennen das Konzept der Unwürdigkeit nicht. Sie kennen nur Tod und Chaos. Wenn Rätumann keinen Einhalt geboten wird, wird Letians Kreuzung ausgelöscht. Ich bin hier, um dir zu helfen. Erleichterung macht sich auf ihrem erschöpften Gesicht breit. Ich danke dir, Schicksalsbinder. Aber es wird warten müssen, bis du den Schlüsselstein zurückgeholt hast und dieser Wahnsinnige gebändigt ist. Ich habe den Schlüsselstein. Das ist ja wunderbar. Leider ist das nur die erste Pfütze Tiermenschenpisse. Also bitte, um die wir uns kümmern müssen. Wir müssen in die Altmauern gelangen und Rätumann zur Rede stellen. Und ich weiß, dass das nicht einfach wird. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Dann brechen wir gemeinsam auf. Oh, sie kommt mit. Das ist schön. Jetzt könnte ich sie voll sülzen mit, hast du schon nachgedacht, ob du dich uns im Kampf gegen Kyros anschließen willst? Aber es ist jetzt die richtige Situation, das zu tun. Ich überlege gerade, ob das jetzt richtig ist. Ich glaube erstmal nicht. Ich glaube erstmal werden wir hier Rätumann entmachten und dann werden wir das Feld des Bären verteilen. Also, gehen wir Rätumann suchen. Wir treffen uns drinnen, wenn ich meine Sachen beisammen habe. So. Spiel. Da lag schon einer zum Feuer da oben. Völlig unmotiviert. Oh, Reputationsfähigkeit freigeschaltet. Gunstfähigkeit, mächtige Hiebe. Heißt jetzt, oh, hier finde Velby und bringe den Schlüsselstein zu Velby und betritt die Altmauern, Schatten der Altmauern. Ja, Quest noch irgendwas? Komm schon, zeig's mir. Nein. Bronzene Bruderschaft. Wir haben jetzt hier dieses passive Talent. Plus 3% Nahkampfschaden. Aha. Das ist nicht schlecht. Und das hier ist passiv unbezwingbar. Oh ja. Gut, gut. So, hier ist noch irgendein Typ, der aber offenbar nicht wichtig ist. Das ist nur ein Schläger. Die Kiste, die machen wir im Leer. Einen Eisendolch finden wir darin. Und da oben ist wohl noch was. Oh, da oben steht einer. Wer ist denn das? Moment, wer ist das? Ach, da ist Sandro. Ah ja, die Quest machen wir gerade noch. Das ist richtig und wichtig. So. Ach, okay. 46 Athletik. Wir haben ja vorhin ausgerechnet, dass der Durchschnitt, den alle Kollegen haben, alle Kameraden, ungefähr bei 50 und ein bisschen mehr liegt. Das heißt, wenn wir jetzt 46 haben, so viel kann ich mich nicht verrechnet haben, dann ist es tatsächlich die Anforderung und offenbar muss nicht jeder der Gefährten das erfüllen, sondern irgendwie nur. Ja. Vielleicht muss der Durchschnitt drüber liegen. Ich weiß es nicht. Weil Siri sollte Probleme haben, darüber zu klettern. Aber es geht auch für sie glatt. Also klettern. Hallo, Sandro. Finde Sandro. Konfrontiere Sandro. Machen wir. Genau jetzt. Bleib zurück. Ich bin bewaffnet. Das ist einer aus Letians Kreuzung. Das ist. Ach, das ist keiner von der Bruderschaft. Ich hätte gedacht, das war einer von der Bruderschaft. Ist aber gar nicht der Fall. Also, bleib zurück, ich bin bewaffnet. Der Mann ist verschwitzt und in zusammengestückelte Lederflicken gekleidet. Er mustert dich von oben bis unten und entspannt sich etwas, als er deinen Gesichtsausdruck sieht. Lass mich bitte in Frieden. Ich bin krank und ich will einfach nur in Frieden gelassen werden. Ich möchte jetzt mit jemandem sprechen. Für einen Söldner der Bronzenen Bruderschaft bist du ein bisschen merkwürdig angezogen. Er sieht an seiner Kleidung hinunter. Oh, das. Ich bin eigentlich kein Bruderschaftssoldat. Er hält einen Moment inne und beurteilt deine Reaktion. Einen anderen Weg habe ich nicht gesehen, um lebend aus Letians Kreuzung zu entkommen. Dea versuchte mich zu finden. Ich dachte, es wäre das Beste, mich als Bruderschaftssöldner zu verkleiden und ihnen zu folgen. Ich fand einen toten Bruder und zog mir einen Teil seiner Rüstung an. Ich hatte eigentlich keine Zeit herauszufinden, wie genau man sie anlegt, aber es hat gut genug geklappt, um von hier zu entkommen.
Du scheinst nervös zu sein, nicht krank. In der Tat, ich halte es nicht mehr aus. Ich dachte, ich würde mich daran gewöhnen, Menschen sterben zu sehen. Aber die Bruderschaft mit ihren Plünderungen, da ist kein Ende in Sicht. Er tritt Erde in die Luft. Seine Hände spielen nervös mit seiner Halskette, während er besorgt von einem Fuß auf den anderen tritt. Ich will im Moment einfach weg von den Leuten der Kreuzung. Ich weiß, dass du Deas Frau getötet hast. Was? Das soll wohl ein Witz sein. Ich würde niemals... Seine Lippen bewegen sich, aber es kommt kein Wort aus seinem Mund, als er einen Schritt zurücktritt. Das ist eine Lüge. Seine Augen springen zwischen all den möglichen Fluchtwegen hin und her. Ach, wir haben ja List und Athletik. Und es ist ja immer sinnvoll, das zu benutzen wegen Erfahrungspunkten. Aber aus rollenspielerischen Gründen ist das eigentlich im Moment nicht so richtig. Den Athletik an der Flucht hindern? Ja gut, dann könnten wir ihn anschließend immer noch verhören, nehme ich an. Das wäre vielleicht richtig. Also List 48 sagt mir nur, was du getan hast, Sandro. Ich schwöre, ich werde es niemandem verraten. Dringil ist immer noch offiziell ein Diener des Gerichts. Er kann nicht schwören, derartige Aussagen niemandem zu verraten in einem Mordfall. Das ist Quatsch, rollenspielerisch gesehen. Auch wenn es natürlich jetzt für den Gesetzesbrecher vielleicht irgendwie noch machbar wäre. Ich überlege, ob ich das echt sagen kann. Also als Gerichtsdiener würde er eigentlich sagen, berichte mir deine Seite der Geschichte. Wenn du unschuldig bist, hast du nichts zu befürchten. Die Schuldigen versuchen immer zu fliehen, angreifen. Naja, also er will ja offensichtlich fliehen. Das haben wir ja hier gesehen. Wir hindern ihn erstmal an der Flucht. Das sollte ja immer noch dazu führen, dass wir ihn anschließend verhören können. Ist so meine Interpretation der Situation. Also, Athletik 53, ihn an der Flucht hindern. Du trittst einen Schritt vor und stellst Sandro ein Bein, als er Hals über Kopf losstürzen will. Er landet erst auf seinen Knien und dann auf seinen Händen und schreit vor Überraschung auf. Als sich der Staub legt, richtet Sandro sich ungeschickt auf die Knie. Er lässt besiegt seine Schultern hängen. Okay, jetzt können wir reden. Kyros Zorn soll mich treffen, wenn ich lüge. Er zittert erbärmlich. Ich habe Phaedra nicht getötet. Sie war es, Dea. Aha. Du hast gesehen, wie Phaedra starb? Das werde ich nicht vergessen, egal wie sehr ich es versuche. Er wischt sich ein Auge, sein Körper zittert. Dea war's. Ich habe gesehen, wie sie ihre eigene Frau umbrachte. Er atmet mehrmals tief durch, die Panik steht ihm ins Gesicht geschrieben. Es geschah während der letzten Plünderung, als die Briganten angriffen. Warum sollte Dea ihre eigene Frau umbringen? Woher soll ich das wissen? Dea war niemals glücklich mit ihr und sie mochte es auch nicht, dass Phaedra und ich Freunde waren. Phaedra hätte sie niemals heiraten sollen. Ich sagte Phaedra, dass es eine schlechte Idee wäre, aber sie wollte einfach nicht auf mich hören. Und jetzt ist sie tot. Wie hätte Dea denn von Phaedras Tod profitieren können? Was jede andere Frau auch erlangen will. Land. Phaedra gehörte ihr Zuhause in Letians Kreuzung. Nicht viele können das von sich behaupten. Das war mal ein Wissenscheck. Wenn du durch Unterlassung lügst, werde ich dich persönlich in die Kerker von der Bastardstadt werfen. Also er scheint etwas zu verbergen. Also ja. Wenn du durch Unterlassung lügst, werde ich dich persönlich in die Kerker der Bastardstadt werfen. Verängstigt wirft Sandro die Arme hoch, um dich abzuwehren. Bitte, zeig Gnade. Weißt du, Phaedra, naja, sie war Letians Enkelin. Als Letians einzige bekannte weibliche Erbin hat sie das Land geerbt, auf dem Letians Kreuzung liegt. Sie macht aber nicht viel Aufhebens darum. Sie tat nur, was getan werden musste, um die Zukunft des Dorfs zu sichern, und beließ es dabei. Ah, es wäre ein Motiv für Dea. Oh ja.
Er blickt sich nervös um und beginnt zu flüstern. Dea andererseits wollte mehr. Ich glaube, sie würde die Händler bis zum Äußersten besteuern, wenn sie dazu in der Lage wäre. Willst du damit sagen, dass Dea Phaedra nur wegen ihres Landes geheiratet hat? Im Grunde ja. Ich glaube nicht, dass Dea Phaedra jemals geliebt hat. Sie folgte stets anderen Motiven. Phaedra war Hals über Kyros in Dea verliebt. Sie war charismatisch und wusste immer, was sie sagen musste, um Phaedra zum Lächeln zu bringen. Sobald Phaedra ihr aber den Rücken zukehrte, kamen Deas Reißzähne hervor, sozusagen. Warum trägst du Phaedras Halskette? Die? Er berührt das einfache türkisfarbene Medaillon an seinem Hals. Die gehört mir. Phaedra hat sie vor 10 Jahren in Ardent für mich gekauft. Sandro blickt sich um. Hat Dea dir erzählt, das wäre Phaedras Halskette? Das ist absurd. Die Halskette ist ein Symbol für die Freundschaft, die Phaedra und mich verband. Naja, das, was er erzählt, ist auf 2 Arten schlüssig. Erstens, Dringil hat ja selber schon gesehen, dass Dea und Phaedra, dass das irgendwie keine harmonische Beziehung war. Er hatte ja Dea schon die Frage gestellt, warum oder dass sie beim letzten Mal nicht so glücklich aussah mit Phaedra an ihrer Seite. Und andererseits hat Sandro ein sehr gutes Motiv hervorgebracht. Was mich ein bisschen an der Geschichte von Sandro wundert, ist die Tatsache, dass Phaedra tatsächlich die einzige Enkelin von Letian sein soll. Wir haben gehört, dass Letian keine Kostverächterin war und dass sie mehrere Kinder aus verschiedenen Beziehungen hatte, weil nämlich Eldian ja nicht der Vater von Phaedra war. Und dass sie dann nur eine einzige Tochter gehabt haben soll, ist natürlich eigentlich unwahrscheinlich. Andererseits wissen wir von keiner anderen Tochter oder Enkelin von Letian, die noch am Leben wäre. Außer Phaedra, die es jetzt auch nicht mehr ist. Insofern können wir das auch nicht widerlegen, was er sagt. Es kann ja sein, dass manche kriegen halt nur Söhne und dann nur eine Tochter. Und bei anderen ist es andersrum. Also es kann schon sein. Warum sollte ich nur ein Wort hiervon glauben? Sandro lässt die Schultern sinken und macht ein besiegtes Gesicht. Ich habe keinerlei Beweise. Ich kann nur darauf vertrauen, dass du als Schicksalsbitter weißt, dass ich die Wahrheit sage. Gib mir die Halskette, ich will Dea täuschen. Und wir bekommen sie, silberne Halskette. Sandro mustert dich argwöhnisch. Sie erzählt Lügen über mich. Und jetzt soll ich meine Halskette verlieren, die mir Phaedra gegeben hat. Er ergreift das türkisfarbene Medaillon und lässt es einen Moment lang durch seine Finger gleiten. Also schön, nimm sie. Wenn das Dea ihrer gerechten Strafe zuführt, dann ist es den Preis wert. Ja, und die Kette ist ja dann dadurch nicht kaputt. Die kannst du eigentlich theoretisch wiederbekommen. Und Level Up für Tötet im Schatten. Kontrolliere Sandro, haben wir auch gemacht. Ah ja, wir gucken uns noch den Level Up und die Halskette an. Das ist offenbar ein Quest-Objekt, genau. Oder? Nee, ist es nicht. Nee, ist es doch. Eine einfache silberne Halskette mit einem polierten Edelstein. Der angeblich ja türkis sein soll. Sieht hier aber rubinrot aus. Das ist alles komisch. Also, da ist jetzt nichts, was man da irgendwie an magischen oder Effekten sehen könnte. Das ist einfach nur eine Halskette. Schmückender Art. Und das ist der Level-Aufstieg von Tötet im Schatten. Die bekommt einen weiteren Punkt auf. Ja, ich müsste ihr mal Gewandtheit geben, richtig? Ja, sie muss einfach treffen, das ist schlecht. Vor allen Dingen, Gewandtheit zählt sowohl für unbewaffneten Kampf als auch für Einhandwaffen. Also müsst ihr das bekommen jetzt hier. So, zack, speichern. Genau, und dann gehen wir in ihren Baum. Titanin! Was wollte ich als nächstes haben? Wir hätten hier ungezähmte Macht 2. Erhöht den Nahkampfschaden von Einhandwaffen deutlich. Plus 30% Schaden, den sie da austeilt. Im Vergleich zu plus 15%. Das ist tatsächlich eine deutliche Steigerung. Und da sie diese Waffe trägt,
sollte sie auch genau diesen Skill bekommen. Berserkerzorn. Ungezähmte Macht. Gnadenlos. Plus 10% Präzision von Treffern, wenn mit Wunden belegt. Das braucht sie auch dringend. Aber, wobei, ist es besser, überhaupt zu treffen und häufiger zuzuschlagen, oder ist es besser, dann mehr Schaden zu machen? Ich glaube, gnadenlos ist im Moment fast besser. Sie bekommt gnadenlos. Reduziert die Erholung und verleiht Trefferpräzision, wenn du verwundet bist. Und sie ist verwundet. So. Das wäre also Sandro, seine Geschichte. Hier ist noch ein Zelt. Das wird noch durchsucht wegen Beweisführung gegen Dea oder gegen Sandro, je nachdem. Und dann können wir euch hier runterlassen. Da lang. Und nickt noch einer. Mit einem Kriegshammer der Bronze- und Bruderschaft. Und hier wäre noch ein weiteres Gebiet. Ach, hier hätten wir drüber laufen können. Wären hier dann zu Velby gekommen. Verstehe. Da hätten wir auch noch was. Und zwar... Oh, ja, komm, wir gucken mal noch ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Was hier ist. Hoffentlich nicht viel. Nicht viel. Oh, Falle. Stopp, 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 stopp. Bingil. Falle wegmachen. Jetzt. Ja, geh mal rüber. Ist da noch mehr von Fallen zu sehen? Und Geheimversteck-Alarm nochmal. Oder erstmalig. Am Zwillingsfluss vor den Altmauern. Ein Stein oder was? Oh, da war eine Falle. Scheiße. Die habe ich nicht gesehen. 110 Schaden. Mist. Heil dich, Hase. Ich war so gierig auf das Geheimversteck, dass ich die Falle nicht gesehen habe. Tiermenschenblut, das ist so eine Pflanze und Eisenbarren. Mhm. Gibt es hier Gegner? Ja, gibt es Gegner. Das dachte ich mir doch fast. Dann werden wir die noch schnell bekämpfen. Dringil bufft Barik. Barik bufft Dringil. Und Sirin bufft Tötet im Schatten. Tötet im Schatten geht schon mal in den Schleichmodus dorthin. Und Barik macht noch die Trübisierung. Mhm. So, und Dringil, du müsstest jetzt dringend dort den Explosionsschuss hinsetzen. Genau auf den. Und Barik dahin und Sirin auch. So, was läuft ja richtig gut. Explosionsschuss. Barik. Hier sind mir zu viele Leute an Dringil dran gerade. Aha. Ah, da, der Barik hatte jetzt, okay, verstehe, sehr gut. Oh, ach so, weil Sirin schon liegt. Ja, oh Mann, es ist toll hier. Sirin, wie hast du das hinbekommen? Erzähl mal. Zeig mal deinen Kampflog. Was hast du denn gemacht? Hast dich hingestellt und dich tothauen lassen, ja? Das ist toll. Mann. Schaden ohne Ende auf Sirin. Läuft richtig gut. Barik. Da angreifen. Ey, wir haben zwei Tanks und keiner ist da. Mach den. Das dauert alles viel zu lange. Mach den. Okay. Zauber gebrochen. Dringil verwundet. Ich wollte nur noch schnell diesen Kampf machen und ich stehe am Rand einer Niederlage.
Okay. Ich glaube, Drigil kann man da nicht mehr retten, richtig? Wir müssen Barrick und Co. ganz alleine machen. Krachendes Eisen. Trank. Dahin, da drüber. Hm. Mhm. Gnadenfrist für Dringil, der trotz allem Zauberverboten zaubern sollte, was aber nicht geht, weil er gerade gar nicht zaubern kann. Wobei, warte mal, Töte im Schatten, du musst woanders bleiben. Stampeder. Dringil und Tötet im Schatten hier stampedisieren. Barrick hat die gerade alle im Griff. Das ist... Ah, wobei, was heißt im Griff? Nimm auch mal einen Trank. Ja, Dringil down. Wie auch immer die das schaffen. Diese Gegner, die hauen einfach einen Schaden raus. Das müssen wir fassen. Arkanschaden ohne Ende. Ich glaube, ich kann den Kampf laden. Das wird nicht gelingen. Die sind alle am Leben. Keinen Down gekriegt. Keinen einzigen. Scheiße. Ja. Das kann ich laden. So, nächster Versuch. Das Problem dieses Kampfes ist, dass wir hier einen Gegner namens Heimtücke haben. Der müsste neu sein. Und der hat einige ganz miese, fiese Fähigkeiten. Und aus diesem Grund werde ich mal wieder die Umgebung zu meinem Vorteil nutzen. Es ziehen sich alle dahin zurück, außer Dringil. Achso, du hörst bitte auch auf zu schleichen. Dahin. Dringil geht schon mal ein bisschen da unten in die Nähe. Oh, Vorsicht. Und schießt jetzt dahin. Sirin bleibt da stehen. Du läufst dahin. Barrick geht da irgendwie an das Ende der Brücke. Ja, Kampf, schon klar. Dringil, das war alles scheiße. Weißt du, lauf einfach weg. Komm, wenn das schon so anfängt. Ich will jetzt gar nicht sehen, wie das weitergeht. Du sollst darüber. Und ihr zwei beiden kuschelt auf der Brücke. Ich hasse es. Ich denk mir was bei meiner Positionierung. Macht's einfach. Egal wie weh es tut. Einfach stumpf umsetzen. Das hilft Helden. Ehrlich. Dringil, ich habe gerade mich hier ausgelassen darüber, dass du tun sollst, was ich dir sage. Menschenskinder. Du sollst dahin. Und von mir aus tankt halt das hier sie. Das ist mir auch recht. Jetzt bist du da, das ist toll. Und Barrick ist da hinten. Warum auch immer da hinten hin ist. Ja, es ist alles ein richtig schöner Kampf. Dringil, du gehst jetzt sofort da. Ganz ruhig. Mein Puls erreicht gerade neue Höhen. Wenn ich sehe, wie Barrick und Dringil in die gleiche Richtung versuchen, aneinander vorbeizulaufen. Geh doch mal da weg. Oh, war das alles so schwierig, ja? Nicht zu glauben. So, Explosionsschuss. Jetzt haben wir es doch irgendwie. Der Damage hat doch jetzt gelitten. Ja, der ist doch gleich weg. Der brennt und so weiter. Der ist doch gleich weg, genau. Hast du noch irgendeinen Spezial-Move, den du machen kannst? Du kannst das da machen. Und sie einfach mal hier so angreifen mit normalen Angriffen. Okay, jetzt ist der durchgerückt. Jetzt greift ihr alle den an. Ist das der
Ne, das ist die Plage, das ist nicht die Heimtücke. Aber weg. So. Ja, so schlecht sieht es jetzt gar nicht mehr aus. Du heilst dich mal selber. Nee, wobei, du heilst sie und du heilst Sirin. Und Barik kann... Ah, das hast du schon gerade gemacht. Das ist schade. Da kannst du gerade gar nicht viel machen, weil du nicht am Tanken bist. Naja. Sirin, da war was gesagt mit Heilung auf tötetem Schatten. Das solltest du mal tun, aber du kommst gar nicht hin. Deswegen muss Barik aus dem Weg, aus dem Weg. Geh halt da lang. So, schön, ja. Jetzt wird weiter gezaubert. Die haben zwar... Ach, guck mal, der ist ja fast weg. Wobei, Dringil, nee, du solltest das machen. Das dauert alles zu lange, wie üblich. Ja. Alle jetzt da angreifen. Vorrücken. Ich glaube, wir haben diesen Heimtücken-Typ gar nicht dabei gehabt. Lasst euch mal gerade heilen. Währenddessen können wir die Buffs erneuern. Du auf Barik, Barik auf dich. Sirin auf niemanden, weil Cooldown. Tribisierung auf dich selber. Ja. Dann hier nochmal. Okay, dahin. Da ist jetzt nur noch die Heimtücke. Genau. Alleine sollte das vielleicht gehen mit ihr. Dann gehst du mal in den Schleichmodus und greifst sie dann zertrampelterweise an, während wir schon mit dem Kampf loslegen. Boah, das Ding macht einen Wahnsinnsschaden. Aber wer macht noch Schaden? Tötet im Schatten? Zertrampeln? Verfehlt Heimtücke. Das ist schade. So, du hast keinerlei... Ah doch, du hast Frostschadensreduktion beziehungsweise Rüstung. Dann versuchen wir es mal mit Elektro. Wobei, das ist Frost. Dann mach lieber den da. Du haust kräftig drauf und du versuchst ihn zu zerrütten. Ja, du, also tötet im Schatten verfehlt so oft. Die Genauigkeit ist einfach nicht genug. Ja, das sieht nicht so schlecht aus. Dringil. Du hast ja jetzt das da. Lauf mal dorthin. Aktiviere Schmerz verweigern. Machst du das? Ja, jetzt machst du es. Heilung von Sirin, danke. Gut mitgedacht. Und schon geht's. Kaum macht man's richtig, schon geht's. Das Übliche. Das war eine böse Gruppe, wenn man die nicht auseinanderzieht. Armstehen, aber auch so eine Bruderschaft, Blutmoos, Aquamarin, das haben wir alles schon gefunden, meine ich. Hier oben noch was. Nochmal Armschienen und nochmal Armschienen. Und hier hätte man wohl rüber warten können. Gibt es noch irgendwo ein geheimes Geheimversteck? Nee, dann habe ich nur noch oben diese eine Dose da, diese Kiste. Aber da ist nur einmal Rastborat drin, den wir nicht mehr brauchen. Weil wir ihn nicht aufnehmen können. Und eigentlich... Ach. Oh, hier ist noch was. So,
Zeug. Wir haben wieder ein paar Level-Ups gehabt und deswegen werden wir aus spielmechanischen Gründen jetzt leider nochmal nach Turm des Berges gehen müssen. Es geht nicht anders. Und zwar aus dem Grund, dass wir da ein paar Ränge üben können beim Lehrer Tanara und ich doch nochmal den Rastbonus erneuern möchte. Wir haben jetzt hier zu viele Wunden. Barik hat eine, oder sie hat eine und sie hat zwei. Gefällt mir so nicht. Aber das können wir ja off-cam machen. Wobei ich nicht sicher bin, ob wir nicht irgendeine Begegnung haben. Also einmal kurz Zwillingsfluss, Turm des Berges, ist ja eigentlich gar nicht so weit. Oh doch, das ist weit. Das ist sehr weit. Und genauso habe ich geahnt. Neben der Straße vor dir erspähst du einen Karren. Er wurde zurückgelassen. Ein Rad hat sich von der Achse gelöst. Auf dem kleinen Karren liegen noch immer mehrere Kisten und Säcke auf einem Haufen, während zwei Schachteln im Gras daneben liegen. Dich dem Karren nähern? Als du dich näherst, siehst du, dass der Karren vier Räder hatte. Vor dem Verlust des hinteren linken Rades, sowie ein langes Ledergeschirr für einen ziehenden Tiermenschen. Eine der Kisten, die auf den Boden gefallen sind, ist der Kante nach aufgebrochen. Und die Früchte in ihr sind auf den Boden gefallen. Plündern? Nochmal untersuchen? Dir fällt sofort das durchtrennte Tiermenschengeschirr auf, wofür wahrscheinlich eine Klingenwaffe verantwortlich war. Auch das gebrochene Rad scheint weniger die Konsequenz eines Unfalls zu sein, als von menschlichen Anstrengungen herzurühren. Das über die Bretter verspritzte und nun getrocknete dunkle Blut bestätigt deine Vermutung, dass dieser Karren angegriffen worden ist. Und trotzdem sind die Waren noch da. Auf den Angriff vorbereiten. Du ziehst deine Waffe und nimmst eine geduckte Verteidigungsstellung ein. In Erwartung eines Hinterhalts spähst du in Richtung der Baumgrenze. Schon bald kannst du durch das Unterholz vereinzelte Bewegungen ausmachen. Die Initiative aber liegt auf deiner Seite. Den Karren plündern, Athletik, den Wegelagerern einen Hinterhalt legen. Machen wir. Den Wegelagerern einen Hinterhalt legen. Du lässt den Karren zurück und brichst durch das Unterholz und kreist die Stufenvolkkämpfer, die abgenutzte Lederrüstungen tragen und mit verschiedensten Bronzewaffen ausgerüstet sind, frontal an. Sie hatten irrtümlicherweise angenommen, dich überrumpeln zu können. Ja. Au Backe, noch ein Kampf. Na dann, Pause. Buff hier, Buff da, Buff dort. Du schleichst schon mal da hinunter. Barik trübisiert sich noch. Barik, 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 Barik. Jawohl. So, jetzt wird Tötet im Schatten fast gesehen. Das sollen wir verhindern, indem wir dort loslegen. Barik tankt da drüben. Und Dringil und Sirin helfen erstmal da beim Tiermenschen, weil ich glaube, Barik hält das länger aus. Ja, soviel zum Thema Barik hält das länger aus. Barik kann die Gegner nicht halten. Lauft mal da irgendwo an den Rand. So, wir haben jemanden an der Backe. Jemanden an der Backe. Sirin, heil dich selbst. Irgendwer kämpft hier gegen dich. Ich weiß nicht, wer es ist. Was machen wir mit dir? Hier angreifen eigentlich. Der ist am Bluten. Sirin, kannst du mal irgendwas auf diesen Typen da zaubern? Der nervt mich hier. Der muss weg. Der Typ blutet. Dringil, geh mal dahin.
Schuss. Siren ist wie üblich nicht zu halten. Flinke Klinge, so, so. Heilung auf Siren, solange es noch geht. Die hat jetzt 5 Atem. Die Heilung war auch schon mal besser, Dringil. Vor allen Dingen auch der Schaden. Explosionsschuss. Der Typ da hinten lebt immer noch. Ich fasse es nicht. Oh. Okay, das hat 2 umgehauen. Wobei, nee, 1 war Siren tatsächlich. Gut. Jetzt alle hier drauf konzentrieren. Okay, dieser Scheiß-Typ lässt es sich nicht nehmen, Siren doch mal umzuhauen. Die Tiermenschenfrau ist gar nicht schlecht gegen normale Gegner. Sieht halt ordentlich aus, auch wenn es sie selbst jetzt dahin rafft. Aber das war ja nur ein Kampf auf dem Weg zurück in die eigene Festung zum Verschnaufen. Müll hier. Nur ein kleines bisschen Heiltrank und dort. Oh, Nachthelm. Ah! Angucken. Und noch ein Karren? Peridot. Hier heißt die Karte hier. Die Karte heißt Wildnis. Aha. Ich bin nicht sicher, ob wir hier noch was finden können. Noch ein Karren. Hier liegen überall Karren. Bronze Barren. Gut. Jo. Das war die Wildnis. Dann also euren Weg bitte fortsetzen. Jetzt sofort. Okay. Jetzt müssen wir uns einmal noch kurz diesen Helm anschauen. Der schwarze Lack, mit dem dieser Helm überzogen ist, ist an vielen Stellen abgeplatzt, wodurch das darunterliegende Eisen freigelegt wurde. Das dadurch erscheinende Muster ähnelt Sternbildern, die sich vor dem dunklen Nachthimmel abzeichnen. Ein einfacher, schwerer Eisenhelm. Nachtjäger. Schadenstyp beliebig, nachts um plus 20% erhöht. Ah. Plus 2 Rüstung von Angriffen durchdrungen. Das ist eigentlich schön, aber den kann ja niemand tragen. Dringil hat den Lederhelm. Ja, was für Barrik, wenn wir den mal irgendwann draus schälen können. Du kannst das gar nicht tragen. Und Siren kann natürlich auch keinen Helm aufsetzen. Aber der ist nicht schlecht. Den behalte ich mal hier im Auge. Und dann werden wir hier einmal euch rasten lassen. Und euch dann noch vorbereiten für den Aufbruch, den wir hier üben. Wir haben 5 übbare Ränge bei Dringil. Oder erstmal bei Barrik. Barrik hat auch 5 übbare Ränge, richtig. Da nehmen wir, okay, der ist ja bei Parieren fast durch. Dann machen wir Parieren, Parieren, Maximum. Und dann hast du noch 3. Ich gebe dir 2-mal Ausweichen und 1-mal Einhandwaffen. Dann tötet im Schatten, bekommt auf jeden Fall ganz viel Parieren.
Also im Grunde genommen 1, 2, 3, dann einmal ausweichen und einmal Einhandwaffen. Sirin muss auf jeden Fall ausweichen kriegen. Der Rest ist bei ihr nicht so wichtig. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt hat sie ein Level abgehabt. 1, 2, 3, 4, 5. Und Ringier braucht auch, naja, eher ausweichen, aber auch parieren. Also ausweichen, 1, 2, 3 und zweimal parieren. So, und dann noch Level Up von Sirin. Es findet mal wieder kein Ende hier, diese Episode. Sie bekommt von mir einen Punkt auf Verstand. Und ich fand zuletzt den Friedensbaum ein bisschen besser. Sie hat auch ein neues Lied jetzt, Atem des Winters. Das friert andere ein. Ja. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit entwaffnete Erscheinung. Sirins harmloses Aussehen führt dazu, dass Feinde sie unterschätzen. Das verleiht ihr einen großen Bonus auf die Absetzverteidigung. Das ist nicht schlecht. Sirins Arie erhöht die Effektivität der Rüstung der Gruppe und sorgt dafür, dass der Angriffsschaden von Feinden, die im Nahkampf Verbündete treffen, vorübergehend reduziert wird. Oder, also was heißt vorübergehend? Schaden. Für 6 Sekunden, naja. Gemächliches Tempo. Ne, ich glaube, die entwaffnete Erscheinung. Genau. Speichern. So. Und damit sind wir aufbruchsbereit. Da aber immer was passieren kann, wenn wir durch die Leine ziehen, so wie gerade eben gesehen, mache ich hier Schluss und weiter mit dem Rückweg Richtung Zwillingsulmen und dann der Erkundung der... Was hast du hier eigentlich? Also Levelaufstiegsbonus. Und weiter mit der Erkundung der Zwillingsulmen, nein, Zwillingsfluss Altmauern. Geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.